Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Beim heutigen Future Talk begrüße ich ganz herzlich Lina und Sibylle. Schön, dass ihr da seid. Danke für eure Zeit. Und wir möchten heute über Lernen sprechen, im Wesentlichen. Über euer gemeinsames Projekt Aha Lernen und über weiter hinaus, glaube ich, überhaupt Schule und welche Einstellung wir Menschen zum Lernen haben. Aber bevor wir da eintauchen, möchte ich euch doch gleich einmal bitten, und fangen wir vielleicht mit dir, Lina, an, zu erzählen, was ist Aha Lernen? Wie können wir uns das vorstellen? Also Aha Lernen ist ein Nachhilfeprojekt, was quasi Nachhilfe mal ein bisschen anders. Uns geht es wirklich darum, dass man Themen wirklich versteht und nicht nur für den nächsten Test lernt. Das kennen wir alle, wir lernen schnell für den Test, weil wir super viel Druck haben und probieren noch gerade eine gute Note zu schreiben und danach vergessen wir es wieder, weil dann schon der nächste Test kommt. Uns geht es darum, wirklich Grundverständnisse zu vermitteln, damit die Schüler es dann im Nachhinein auch leichter haben, die nächsten Jahre quasi sich selber leichter beizubringen. Und das Ganze passiert in Gruppen. Das bedeutet, dass wir quasi in Gruppen sich die Schüler das selbst erarbeiten. Wir sind vor allem als Coaches da und helfen ihnen bei der Erarbeitung. Okay, das klingt ja super spannend, vor allem das mit der Gruppe. Also ich denke mir, dass Nachhilfe in Gruppen stattfindet oder mehrere Leute im Raum sitzen, das gibt es wahrscheinlich öfter, aber so wirklich sich in der Gruppe gemeinsam etwas zu arbeiten und das unter Umständen auch noch generationenübergreifend, das ist doch recht innovativ. Sibylle, wie ist die Idee denn entstanden? Die Idee ist entstanden, indem ich von der Lina gehört habe, dass sie so gut ist in Buchhaltung und ich kann das nicht gut. Und so ist sie zu mir gekommen, hat mir mit meiner Buchhaltung geholfen, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und ich bin Pädagogin und mache Trainings zur Sucht- und Gewaltprävention und bin immer noch involviert in ein Sozialprojekt an einer Brennpunktschule. Und wir haben gefunden, das wäre doch eine gute Idee, wenn wir gemeinsam so ein Projekt entwickeln könnten, auch generationenübergreifend, das finde ich eine schöne Idee. Wobei mir so sehr daran liegt, denn ich habe meine Gymnasialjahre eigentlich in Mathematik nie wirklich verstanden, was ich da tue. Ich habe es halt irgendwie gelernt, damit ich durchrutsche. Und es ist schade um die Zeit. Und die Lina ist besonders gut in Mathematik, nicht nur in Mathematik, sie ist ein Tausendsasser. Und da gefunden habe, dann machen wir doch das. Denn ich habe viel gelernt in meinen Jahren des Trainings und auch des Unterrichtens und so. Und wir wollen das, unser Wissen zusammentragen und den Kindern zugutekommen lassen, weil ich glaube, dass sie das sehr brauchen. Vor allem den sehr persönlichen Kontakt und auch sich das gegenseitig beibringen. Die Lina als Tausendsasser, was heißt denn das genauer? Was machst du alles? Also ich war 4 Jahre in einer Volksschule mit Montessori-Hintergrund, was mir sehr gut gefallen hat, wo ich auch immer so einen Wochenplan hatte. Und das war eigentlich, das lief noch alles gut ab. Und dann bin ich in ein Gymnasium gekommen, 1 Jahr lang. Und dort wurde ich ziemlich stark gemobbt und es ging mir einfach gar nicht gut. Weil das Problem war auch wirklich, dass ich mich halt mehr mit den Jungs verstanden habe. Und da war so die Zeit war zwischen Jungs und Mädchen. Die Mädchen haben die Jungs blöd gefunden und die Jungs die Mädchen. Und mir ging es halt einfach wirklich gar nicht gut. Und dann war ich 3 Tage die Woche immer zu Hause. Einfach weil meine Eltern haben mich probiert hinzubringen und was auch immer. Und ich bin einfach irgendwann nur noch heulend da gesessen. Um sieben wollte ich losgehen oder 7:30 und bin einfach am Gang schon vor der Wohnungstür nur noch heulend da gestanden. Und hat meine Mutter gesagt, ja, okay, bleibst zu Hause. Aber dann habe ich irgendwann eine Freundin meiner Mutter eben diese Alternativschule gegründet. Und dann war ich dort und das war für mich einfach die totale Rettung, weil ich war schon so fertig von diesem Gymnasiumsjahr und es ging mir einfach gar nicht gut. Und dann habe ich mich in diesen 3 Jahren so entfaltet und einfach so zu mir selbst gefunden. Das war echt schön und einfach so ein Selbstbewusstsein auch aufgebaut. Und dann war 3 Jahre auf einer Alternativschule, wo ich halt auch ziemlich viel Gruppen geleitet habe. Schon im jungen Alter, also mit 11 Jahren, habe ich teils Gruppen mit 17-Jährigen drin geleitet. Und habe auch da einfach viel eben Gruppenleitungen auch gemacht und viel Erfahrungen gesammelt in dem Punkt. Und das interessiert mich einfach wahnsinnig und macht mir auch Urspaß. Und habe dann verschiedene Schulen besucht, auch nach der Alternativschule, und lang gebraucht, um was zu finden, was wirklich passt zu mir, weil ich
mich einerseits teils gelangweilt habe und dann immer wieder neue Sachen probiert habe und bin im Endeffekt jetzt auf einer Hack gelandet und habe jetzt noch 3 Jahre vor mir. Also ich bin jetzt, 2 Jahre habe ich schon hinter mir und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich möchte auch irgendwann Steuerberaterin werden. Das ist zum irgendwann eine eigene Kanzlei zu eröffnen, ist mein Traum. Und es gibt ein Programm, wo man neben der Schule studieren gehen kann. Und das habe ich neben der Schule gemacht und habe Wirtschaftsrecht begonnen zu studieren. Also Teile natürlich nur und auch nicht so schnell wie jetzt ein ganzes Studium. Aber das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und außerdem arbeite ich auch 15 Stunden fix angestellt in der Woche neben der Schule. Und eben zusätzlich machen wir AHA-Lernen, was mir wahnsinnig viel Freude macht, weil es mir einfach so ein Herzenswunsch ist, weil ich so viel Nachhilfe gebe neben der Schule. Ich habe vor einer Mathe-Schule in meiner eigenen Klasse 20 Stunden Nachhilfe gegeben. Und irgendwann habe ich halt einfach, natürlich habe ich auch diesen wirtschaftlichen Touch, wo ich mir gedacht habe, man könnte da doch auch ein Geschäft draus machen. Und andererseits ist es einfach so ein Herzensanliegen von mir, das wirklich verständlich zu machen, weil ich habe viele Schüler schon immer wieder, vor allem vor Nachprüfungen oder kurz am Ende des Jahres bei einer Wiederholungsprüfung unterstützt, auch momentan einen im Fach Rechnungswesen und habe da auch einer Freundin in Mathe eben sehr viel geholfen. Und das ist, sie hat dann nachher haben wir 2 Stunden gemacht, so viel habe ich das ganze Jahr noch nicht verstanden. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das, genau darum geht es, einfach mal andere Perspektiven sich das anschauen. Und ganz tolle Erlebnisse habe ich eben auch gemacht in Gruppen, wo ich dann dem Lehrer auch vorgeschlagen habe, wie wäre es, wenn wir was in Gruppen machen. Und er das dann auch umgesetzt hat. Und dann haben wir mal gesagt, okay, es gibt einen Experten in der Gruppe und der hat das mal einem erklärt. Und die haben sich das zusammen angeschaut oder mal 2. Und die haben das dann weiter erklärt. Und plötzlich gab es in der Klasse da gar keine Missverständnisse mehr. Und dadurch sind auch die Noten wieder gestiegen. Und das ist einfach, es geht halt nicht um die Noten, es geht auch vor allem ums Verstehen. Aber das waren einfach so tolle Erlebnisse. Und da kommt es dann vielleicht auch zu unserem Namen, Aha-Lernen. Das sind eben so Aha-Erlebnisse. Das ist eine der vielen Dinge, wie du offenbar diese Aha-Erlebnisse ermöglichst, habe ich so herausgehört, dass die Schüler, Schülerinnen einander etwas erklären, ja, was sie schon verstanden haben oder vielleicht auch noch nicht und dadurch eigentlich auch erst einmal so überhaupt drüber nachdenken, hey, was weiß ich denn drüber und da auch in diese Selbstermächtigung quasi kommen, halt, also auch weitergeben zu können, teilen zu können und so weiter und so fort. Sibylle, du hast erzählt, dass die Lina so gut erklären kann, vor allem Mathe, aber ich weiß nicht, ich muss dann noch sagen, ob es auch um andere Gegenstände geht. Was außer dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, macht denn die Lina dann noch, was also so es ermöglicht, diese Aha-Erlebnisse zu haben? Wie tut sie da, was wendet sie da an? Die Lina hat in dieser Alternativschule ein System kennengelernt, das ich vor 2013 war ich in Russland an einer Schule, wo die Kinder in kurzer Zeit enormes Wissen und Fähigkeiten erlangen. Und das hat ein ganz bestimmtes System, wo die Kinder es einander erklären, und zwar die es schon öfter durchgemacht haben und die es erst einmal durchgemacht haben, die bringen jetzt den Neuen bei, die anderen passen auf und ergänzen. Es geht sehr stark darum, um Fehler machen zu dürfen und zu schauen, was habe ich nicht verstanden, ja? Damit sich sinnvolle Fragen ergeben und wirklich ein Verständnis passiert. Und die Lina kennt das System. Sie ist auch sehr anschaulich, mit Schaubildarbeit wird da gearbeitet. Und es ist, wir probieren etwas aus. Und ich weiß, meine Erfahrung mit Menschen zu arbeiten, ich mache auch Beratungen für Erwachsene oder Trainings, ist, ich kann nicht vorher sagen, genau was ich mache, sondern ich muss spüren, was ist da jetzt angesagt und angebracht und danach orientieren wir uns. Ja, genau. Ich glaube eben, es kommt bei jedem muss man was anderes anwenden und wenn man merkt, das eine funktioniert nicht, dann muss man es über einen anderen Weg schaffen und auch vor allem mal schauen, okay, was können sie überhaupt schon, weil oft scheitert es daran, dass sie denken, dass sie nichts können und in Wirklichkeit können sie dir die Hälfte eh selber erklären. Welche Gegenstände gibt es denn bei euch beim AHA-Lernen? Also momentan haben wir uns vor allem mal auf Mathe fixiert. Es soll Deutsch und Englisch auch dazu kommen. Natürlich, es gibt auch Einzelnachhilfe und man kann alles anfragen. Momentan gebe ich zum Beispiel Rechnungswesen Nachhilfe. Es ist wirklich ganz breit gefächert, weil wir ich habe vor allem lauter Leute jetzt schon durchs Reden über das AHA-Lernen, die alle sagen, wenn du wen brauchst in dem Fach oder in dem Fach,
bitte melde dich bei mir, ich würde sofort was unterrichten für euch. Und es würde mir so einen Spaß machen, weil diese Vorstellung, so mit Leuten zu arbeiten, so vielen so gefällt. Ich habe total viele Lehrer, meine persönlichen Lehrer sogar, die sagen, boah, wenn du da jemanden brauchst, bitte melde dich bei mir. Der wichtigste Punkt ist, dass sie sich ja selber arbeiten. Es ist nicht dieses, jemand steht vorne und erklärt alles, sondern was kann ich und wie erarbeite ich es mir? Und dadurch werde ich es auch später mir selber erarbeiten können. Dann sprechen wir doch auch gleich über eure Zusammenarbeit, auch dieses Zusammenarbeiten über Generationen hinweg. Das finde ich ja auch super spannend. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass man sowas nur macht, wenn man erlebt hat bereits und auch den festen Glauben dran hat, dass das nicht nur funktioniert, sondern auch einen großen Mehrwert bietet. Ja. Und dass da was entsteht, was sonst nicht entstehen würde. Jetzt würde mich interessieren, erstens einmal, das ist ja nur meine Meinung, stimmt sie dem zu? Und zweitens, falls ja, woran seht ihr denn diesen besonderen Mehrwert, der da entsteht? Also ich muss ehrlich sagen, mir macht es allgemein meistens mehr Spaß, mit Erwachsenen zu arbeiten. Okay. Ich habe super viele Freunde in meinem Alter, aber zu arbeiten zum Beispiel, da fühle ich mich ernst genommener, muss ich ehrlich sein. Also ich habe vor allem das Gefühl, dieses gegenseitig voneinander auch sehr fasziniert sein immer wieder von den Erfahrungen, die schon da sind und von denen, also ich weiß nicht, ich habe es schon noch, es ist immer wieder eine Faszination voneinander, habe ich auch das Gefühl. Und eben so verschiedene Blickwinkel vom Leben. Und Sibylle, was ist es bei dir? Ich überlasse so vieles gerne auch der Lina, weil sie so vieles kann, was ich einfach auch meine Generation nicht so gut kann und ich speziell wahrscheinlich nicht. Meine Fähigkeiten liegen eher auf dem anderen, mehr sprachlich oder auf diesem Gebiet. Und ich kann so viel lernen von ihr und natürlich habe ich einen großen Vorteil von viel Erfahrung. Ja, ich habe sehr viel Erfahrung, ich habe viel mit Kindern gearbeitet, ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten und mit Jugendlichen zu sein, überhaupt mit Menschen zu arbeiten, das tue ich einfach sehr gern. Ich denke, es kann was Wunderbares daraus werden und ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich Beziehung zu Menschen, ihnen ein Selbstwert, nein, mehr als Wert, ja, also Wert ist mir zu materiell fast, sondern auch seine Aufgabe zu finden. Ich denke, dass jeder ganz besondere Talente hat und dass es wichtig ist, die eben nicht zu bewerten, sondern eben genau diese Diversität so wunderbar ist, weil es gemeinsam dann ein Bild ergibt und ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut in vieler Hinsicht, auch inhaltlich. Okay, dann gehen wir doch vielleicht noch einmal zu den, wie soll ich sagen, ganz, ganz handfesten Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Lina, du hast erzählt, dass ihr, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so erst gestartet habt und das offenbar doch noch relativ neu ist und ihr, wenn ich das richtig gehört habe, auch quasi expandieren wollt, einfach mehr Gegenstände dazu nehmen und, habe ich das richtig verstanden, mehr Leute auch reinholen, die... Also das ist erst langfristig. Also langfristig, wir möchten jetzt mal beginnen, Kurse anzubieten. Das ist unser nächster Schritt mal. Jetzt haben wir ewig lang an der Website und auch mal, es braucht ja auch lange herauszufinden, was genau will man anbieten, damit es genau das ist, was... Ja. Und genau dieses halbe Jahr haben wir jetzt super genützt und mindestens einmal die Woche wirklich zusammengearbeitet und jeder dann extern noch selber weitergearbeitet. Und ja, also ich denke, es startet, aber wir haben... Also zum Beispiel, eben probieren auch soziale Medien recht viel zu machen. Auf Facebook haben wir, glaube ich, mittlerweile schon 400 Follower und probieren da einfach recht viel über diese Dinge mal zu verbreiten. Wie und wo findet denn diese Nachhilfe statt und wie lang dauert sie, wie umfangreich ist sie? Erzähl vielleicht ein bisschen auch darüber. Es gibt total unterschiedliche Kurse. Also es gibt teils Kurse, die sind 4 Tage hintereinander. Zum Beispiel jetzt haben wir AH4 heißt das. Das sind die 4 Grundrechnungsarten, bezogen vor allem auf Textbeispiele für die Volksschule. Oh. Und das ist halt vor allem, das sind 3 Stunden am Tag, 4 Tage hintereinander. Und es gibt dann auch, es soll langfristig auch an den Wochenenden, immer pro Wochenende quasi 4 Stunden, das sind eben dann die Älteren, wo man auch so 10er-Blöcke buchen kann, wo man pro Wochenende quasi einen Kurs macht. Oder dann auch Nachmittagskurse, die bezogen auf ein Thema sind. Und dann zum Beispiel in Ferien eher so Crashkurse, wo wir sagen, eine Woche intensiv, also ich nehme jetzt Mathe als Beispiel, weil das ist, was wir gerade am meisten anbieten wollen, wo wir halt sagen, okay, die wichtigsten Themen über alle mal einen Überblick, damit ich es leicht habe, wieder in die Schule einzusteigen. Wenn ich wieder erinnere, was habe ich überhaupt gelernt? Das ist der Sinn. Und auch
Dann Einzelnachhilfe, die jederzeit möglich ist. Die ist aber auch online möglich. Also da gibt es beide Möglichkeiten. Und genau das eben wird jetzt auch schon angeboten. Also eben durch dieses, dass wir das probieren zu verbreiten, habe ich jetzt eben auch schon eine Nachhilfe beziehungsweise mehrere Nachhilfeschüler bekommen. Mhm. Ein Thema, was mir wichtig ist, ich habe Achtsamkeit studiert. Das kann man inzwischen studieren. Es gibt ein Masterstudium. Und ich finde das, also ich meine, ich habe ja natürlich ständig Ausbildungen gemacht in den letzten zig Jahren, weil es so interessant ist und weil ich selber so viel dabei lerne und besonders bei der Achtsamkeit, nämlich die liebevolle Selbstfürsorge, dass das ein ganz wichtiges Element ist. Und ich möchte eben natürlich solche Achtsamkeitsübungen einbringen, weil ich zum Beispiel auch erlebe an dieser Brennpunktschule, wenn die Kinder Bauchweh haben und Kopfweh und die Lehrerin sagt, bitte ruft die Mutter an, dass sie ihn abholt oder das Kind abholt und ich dann mit dem Kind eine Viertelstunde mich beschäftigen, mit ihm spreche und vielleicht auch Methoden aus der energetischen Psychologie anwende, sind die Kopf- und Bauchschmerzen weg und die Mutter muss nicht kommen, weil es bringt ja nichts. Die Mutter muss arbeiten, das Kind sitzt allein zu Hause und die Ängste, die es hat und die diese Bauch- und Kopfweh verursachen, die gehen nicht weg, im Gegenteil. Und das muss man einfach lösen und das möchte ich mit Kindern tun. Das heißt, ihr arbeitet jetzt eigentlich auf sehr vielen Ebenen und schaut auch wirklich den ganzen Menschen an und jetzt nicht, also habt nicht diesen Blick drauf, okay, da ist jetzt ein Kind, das hat ein sogenanntes Defizit in Mathe oder sonst was, nicht? Sondern was weiß der Mensch eigentlich schon alles, was kann er oder sie und wie kann man dem Menschen, dem Kind, dem Jugendlichen auch am besten begegnen. Wo finden die Aha-Erlebnisse statt? Einerseits haben wir jetzt überlegt, auch bei der Sibylle in der Wohnung mal für den Anfang und dann auch das WIMAG, das ist um die Ecke im dritten Bezirk in der Traungasse gibt es das Werner International Music and Arts Center. Ja, und sonst weiteres würden wir einfach schauen, wo es auch einfach passt. Wenn es mal Ortwünsche gibt, dann sind wir dafür natürlich auch immer offen. Was auf uns zukommt. Ja, und wir wollen natürlich auch sozial sein und auch Kinder dazu nehmen, also es kostet schon was bei uns, jetzt nicht allzu viel, weil wir es beide brauchen, aber wir wollen auch Kindern die Möglichkeit geben, die das nicht finanzieren können. Ja. Wie schaut euer Businessmodell aus und welche wirtschaftlichen Überlegungen hast du quasi dazu, dass du da vielleicht auch ein bisschen erzählst? Also so dein eigenes an der Schule erworbenes Wissen auch erzählst, wie du es in der Praxis anwendest, quasi. Man lernt schon was in der Hack. Marketingmäßige habe ich einfach meine eigenen Vorstellungen. Natürlich, da habe ich mich sehr eher selber damit beschäftigt, teils, was wirkt auf Menschen wie. Natürlich habe ich dann Sachen auch gelernt, was man für Rabatte am besten einsetzt, wie eine Website, was es für Werbungen gibt und so. Gab es in der Schule auch zum Lernen. Unser Ziel ist es schon auch, ein Unternehmen darauf zu gründen, also vor allem mein Ziel, ich nehme an, dass das deins auch ist. Das zum Beispiel, was es für Unternehmensformen gibt, habe ich auch in der Schule gelernt. Und darauf bin ich auch dann zu dem Entschluss gekommen, eigentlich, dass mich also Buchhaltung interessiert mich einfach sehr. Was ist denn deiner Einschätzung nach da in dem Schulsystem das Schwierige? Was macht es dir schwierig oder langweilig? Und hättest du Ideen, wie das anders sein könnte? Wirklich, also was mir sofort in den Kopf gegangen ist, wo du gerade gesagt hast, was das größte Problem ist. Wir sind alle individuell. Wir haben alle andere Interessen. Wir sind alle anders weit. Und ich denke, das ist das größte Problem, dass darauf einfach kaum Rücksicht genommen wird. Und ich habe selbst probiert, eben in der jetzigen Schule eine neue Unterrichtsform einzuführen, wo ich sage, der Unterricht mit den Stunden bleibt gleich, aber es gibt mehr Projektarbeit und man hat für die Woche, kann man sich selbst entscheiden, wann man was tut und muss sich quasi selbst strukturieren. Und ich denke, genau das wirkliche Problem ist, dass wir viele Dinge nicht lernen, die wir brauchen. Also das Lustigste war für mich nach der Alternativschule, wo es darum ging, Selbstmeinungen zu bilden, alles aus selbst herauszumachen. Wenn ich es nicht machen wollte, habe ich es halt nicht gemacht. Beziehungsweise sowas auch nicht. Aber das sehr viel aus eigener Energie raus und niemand, der hinter dir steht und sagt, du musst das jetzt machen, sonst hast du ein Problem so in die Richtung. Und dann ist es da schon fraglich, wo ich mir denke, Lehrer sollten doch Coaches sein. Ich meine, wir sind in der Klasse, zum Beispiel eine Klasse, die wirklich sehr motiviert ist. Wir wollen alle das lernen. Es gibt ein paar Ausnahmen und wir hatten im ersten Jahr, glaube ich, einen Durchschnitt von 1,8 in der Klasse. Also wir sind wirklich extrem gut. Und trotzdem ist es so, dass wir, also
ich habe das Gefühl, das ist halt, wir wollen das und lernen. Und es sollte doch mehr sein, dass die Lehrer unsere Coaches sind, als die sind, die uns abprüfen. Und ich meine, als Lehrer möchte ich doch, dass meine Schüler das lernen. Ich möchte doch nicht böse zu denen sein. Und ich finde, das sollte mehr, die Lehrer sollten eine andere Position einnehmen in dem ganzen System. Was sagt denn die erfahrene Pädagogin zu diesen Argumenten und Gedanken? Also, wenn wir wissen, dass ganz wichtig ist für die Zukunft, die 4 Ks, hast du sicher schon gehört, Kommunikation, Kooperation, Kreativität und kritisches Denken, erlebe ich wenig, dass das in der Schule Schwerpunkt ist. Im Gegenteil, es schmerzt mich wahnsinnig, dass ich sehe, dass diese Kinder, die jetzt unter Lockdown leiden und nicht Deutsch als Muttersprache haben, dass da ständig der Fokus nur auf dem Defizit ist. Nur, sie müssen Mathematik machen, sie gehen nicht mehr turnen, sie singen nicht, sie malen nicht, alles fällt. Es werden ständig getestet, vom Wiegen wird die Sau nicht fett. Ja? Ich meine, das ist absurd, was will man feststellen? Außer, dass sie nicht sich verbessert haben. Es ist und ich denke, dass diese Kinder, ich erlebe diese Kinder als so herz, so sozial, so begabt, so unglaublich herzlich, warmherzig, ja. Und ich habe schon den Eindruck, dass sie sehr leiden. Also es tut mir richtig weh zu sehen, wie die ständig am Defizit herumeiern müssen. Und zu dem, was sie vielleicht noch gar nicht kennen, was sie können, gar nicht kommen. Sie können es ja gar nicht entdecken, wo denn und wann. Ganz am Anfang erwähnt, dass du so wichtig findest, dass man nicht nur dieses Lernen für die nächste Prüfung macht und es dann wieder vergisst, sondern eben wirklich auch lange Zeit behalten kann. Und ich denke, das, was du gerade erzählt hast, ist ja auch so ein schönes Beispiel dafür, mhm. dass offenbar du in diesem, okay, wie funktioniert das, wie verstehe ich das, was ist eine Gleichung, eigentlich auch in deinem Gehirn und deinem ganzen System Bilder entstehen lassen hast, ja, die dieses Wissen so gut so wie in eine Kapsel tun, ja, dass du es viele Jahre später auch noch abrufen kannst über dieses Bild, ne, wenn ich das genau. richtig verstanden habe. Mhm. Ja, also, ich denke aber nicht, dass es nur über diese Schaubildarbeit geht. Ich bin der Meinung, wenn einen was begeistert, dann kann man das über vieles Verschiedene machen. Ich habe gemerkt, dass ich vor allem dadurch jetzt auch sehr leicht in der Schule habe, weil ich mir immer Überblicke zusammenschreibe. Ich gebe Sachen durch und schreibe mir Überblicke und zeichne mir Dinge vor. Und es beginnt einfach mit dem, dass du, wenn du es einmal so erlebst, dann machst du mehr draus in deinem Leben. Und es wird immer wieder passieren. Also zum Beispiel, wir haben dort auch eine Couch gehabt. Und es war halt dort immer laut auch, weil halt kleine Kinder auch dort waren. Es gab nur ein paar stille Räume. Es war halt ein sehr großer Raum auch in einem. Und es war eben auch die Volksschule dabei. Und ich zum Beispiel, ich liebe es, in der Lautstärke zu lernen. Ich kann mich am besten konzentrieren, wenn es super laut um mich herum ist. Das klingt total absurd, aber ich höre auch immer Musik oder schaue fern, während ich lerne. Anders ist es mir zu leise und ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und zum Beispiel habe ich dort eben auch, gab es eine Sofabank und wir haben auch oft dort gelernt. Und ich merke jetzt, wir haben in der Arbeit eine Sofabank. Und ich sitze am liebsten auf der Sofabank und arbeite ich dort. Ich habe meinen Arbeitslaptop und ich liebe das, weil es einfach, ich kann mich am besten konzentrieren. Und andere sagen, du könntest dich dort nie konzentrieren. Mhm. Aber ich kann mich auf gewisse Arten ganz anders konzentrieren, weil ich es einfach anders auch gelernt habe. Und ich kann mich dann manchmal zum Beispiel, also bei Tests kann ich mich auch, es geht, konzentrieren, aber immer wieder ist es mir zu leise, wo ich dann wirklich bin so... Es ist so leise und ich merke auch ganz massiv, wie man das mitkriegt während Tests, was für Ängste die anderen Menschen haben. Du sitzt da und merkst, wie alle anderen panisch werden und das spürt man ja. Und egal, ob du es dann, ich hatte einmal einen Mathe-Test, wo ich ein komplettes Blackout hatte und ich wusste nicht warum. Ich konnte alles. Und ich habe dann nach 10 Minuten, habe ich endlich zu schreiben begonnen, da hatte ich dann nur noch 10 Minuten, das ging sich eh alles aus, aber ich habe richtig gemerkt, was ist los? Und dann habe ich es sind alle panisch um mich herum. Ich habe es ja nur für den Test gelernt und dann bin ich panisch, weil vielleicht fällt mir was nicht ein. Aber in Wirklichkeit, wenn ich ein Grundwissen dazu habe, dann habe ich bin ich ja gefestigt in dem Ganzen und habe diese Paniksachen gar nicht mehr, weil ich ja weiß, ich kann immer darauf zurückgreifen. Ich weiß es ja eigentlich und ich habe einen Überblick. Und von diesem Überblick kann ich mir dann alles herleiten. Und es geht vor allem mir darum, unseren Schülern dann auch zu vermitteln, hey, ihr habt hier das Grundwissen, egal was da für ein Lehrer ist, soll er noch so schrecklich sein. Ihr wisst das, also zeigt ihm das. Das war ein ganz, ganz wunderschönes Gespräch. Ich könnte noch Stunden mich mit euch unterhalten.
Ich bin ganz begeistert von den Saaten, die ihr da aussät und die sicher ganz, ganz wunderschön an vielen Orten aufgehen werden. Und ich wünsche euch ganz viel Freude und Erfolg mit eurem Aha-Lernen und euren diversen sonstigen unzähligen Projekten. This Future Talk was powered by Die Mutmacher.